Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 3, glaube ich, oder es ist schon 4, weiß ich jetzt gerade nicht, von Eternal Edge Plus. Und zwar waren wir ans Lagerfeuer zurück. Wir hatten eine Aufgabe, eine Quest gekriegt: Turm der Höhen, Berichte an Astra am Turm der Höhen. Das war unser Ziel. Wir müssen da hinlaufen. Ja, wir sind aber wieder zurückgelaufen, weil wir da vorne bei dieser Burg waren und nicht weiter da speichern wollten, weil die Zeit schon rum war. So, uns war hinter einer hinterhergelaufen und wir gucken jetzt nach dem Intro weiter, wie es war, da weiter vorankommen, ne? Also, dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann laufen wir mal los. Da rechts war ja dieser Typ da. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen an denen dran vorbei. Man kann den anvisieren, ne? Aber wie kann man den anvisieren? Aber weiß ich auch nicht. Ist hinter mir einer her? Diese blauen Zeichen, sagen die das? So wie es auf der Map aussieht, nicht. Wohl nicht. Achso, das war Ausdauer. Dafür waren die blauen Zeichen, genau. Gut, schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich glaube, da oben bei dem Würfel, da waren wir schon. Da müssen wir mal hinlaufen und gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Aber ich glaube, das, was da ist, hatten wir schon angeguckt. Ich glaube, das hat uns nicht weiter geholfen, ne? Lass mal gerade Karte gucken. Weltreisen. Ah, okay, braucht man einen kleinen Ladescreen. Ja, im Prinzip sind wir hier auf dem richtigen Weg nach da. Ja. Ist nur die Frage, wie wir rauskommen. Wahrscheinlich nur über die Burg, ne? Kann das sein? Tendenziell sieht das wohl so aus. Da die Brücke nehmen und dann kommen wir weiter. Das heißt, wir müssen an diesen Torwächter vorbei oder was es auch immer ist. Da hat es gestockt, ganz schön stark. Ich glaube, hier hinter ist auch nichts, wo man weiter kann, ne? Sieht nicht so aus. Das heißt, wir müssen definitiv durch die Burg über diese Brücke. Ja, ruckelt ein bisschen. Unity 3D Engine ist das Spiel mit programmiert, auf Linux natürlich am Laufen und ja, hat seine Schwierigkeiten dann dadurch. Es geht, wie ihr seht, aber naja. Rechner mit Videoaufnahme, sonst kannst du es gut spielen, aber mit Videoaufnahme ist dann sowieso schon schwierig, ne? Das ist halt so. Ah, da steht jetzt noch, ach, da steht noch einer mehr. Ist egal. Komm mal her, Kürbis. Ich glaube, ich bin fast nicht verletzt, ne, oder? Naja. Jetzt kann man den da runterschubsen, dann wird er weg, oder? Okay, der läuft noch da, aber das reicht, glaube ich, nicht. Ja, komm, dann machen wir das mal hart. Drei Schlag und ist er vorbei. Da sitzt ja noch einer. Der Torwächter, oder was das ist. Den sind wir auch los. Ich glaube, unser Balken ist nicht runtergegangen. Ne? Wir haben einen Quill bekommen. Und da ist der. Warte mal, hier ist noch eine Truhe. Ist da was drin? Ne, ich glaube, die hat mich ja schon aufgemacht. Ne? C war das, ne? Oder? Ja, dann kannst du es wegstecken. Ne, da es offen ist, kann ich da, glaube ich, nichts tun. Aber ich glaube, wir müssen mit dem da mal kurz ins Gefecht gehen. Wahrscheinlich. Hier ist ja irgendwie so eine Linie. Muss ich da was schieben? Ach, da oben war was, ne? Ja, lass uns nochmal hochgehen und überlegen. Nee, oder? Nee, hier haben wir schon aufgemacht. Da drüben ist ja sowas auch. Gute Frage, was wir da machen müssen, ne? Wir kommen da wahrscheinlich so nicht dran vorbei, oder? Bewegt er sich überhaupt? Ja, der bewegt sich. Ah, der ist sehr langsam, aber... Yeah.
glaube, er kann nicht unter sich schlagen. Ja, er kann nicht unter sich schlagen. Er ist ein ganz armer Roboter. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt was abkriegen. Ich glaube nicht, ne? Was hat er jetzt gemacht? Oh, der ist aber ganz böse. Die mag ich jetzt aber gar nicht, die Dinger. Und ich komme da noch nicht mehr raus wahrscheinlich, ne? Okay, da ist er wieder und er hat mich jetzt doch ganz schön erwischt gerade. Kriege ich ihn so? Ich glaube ja, oder? Ist er schon kaputt? Er ist schon kaputt. Okay, Tech-Staub plus 5 gekriegt. Oh, da ist... okay, lass uns erst die Kiste holen. Die ist mir jetzt gerade da irgendwo aufgegangen. Warum springt der so doof da? Da ist eine Kiste. Interagieren wir mal. Kürbisbombe. Eine handgroße Bombe verursacht recht mächtige Explosion. Und ja, ich konnte leider nicht zu Ende lesen. Assign bombs to the quick swap menu by holding down E. Use the mouse to make a selection and press C to confirm. You can also assign tools inside the tool screen of the inventory. Activate bombs by pressing E. While holding a bomb, you can place it by pressing C or throw it if pressed while moving. Most bombs explode after 3 seconds. Be careful. Okay. Also das Auswahlmenü und dann, wenn wir es ausgewählt haben, können wir die Bombe schmeißen. So, Tor ist vielleicht offen oder nicht, aber wir werden jetzt erstmal hier zu ihm gehen. Und da mal quatschen. Was könnte wohl dort oben sein? Ich frage mich, wo oben? Oh, du bist es. Cross, richtig. Ich sehe, du bist wohl auf. Fest entschlossen, eine Frau aufzuwecken, ja? Offensichtlich. Kümmere dich nicht um mich. Ich rede auch nicht oft mit anderen. Schau mal dort. Siehst du diesen Turm? Der große da in der Ferne. Man nennt ihn den Turm der höchsten Höhe. Legenden erzählen von einem großen Schatz auf der Spitze. Vielleicht wäre es dir von Nutzen, da mal vorbeizuschauen. Danke für den Hinweis. Tatsächlich. Ich habe aber noch eine andere Quest, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ich weiß noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich auch noch das Tor aktivieren, ne? Hier war so ein Klotz, den ich runterschmeißen kann. Wenn ich es denn kann. Ja, wenn ich wüsste, was man hier machen kann, dann wäre das schon ganz interessant. Ich glaube, hier, den habe ich, kann ich bewegen, aber... Also Ziel wäre höchstens zu sagen, komm, ich schieb den mal ganz schnell nach da hinten. Aber das hat noch nichts gebracht. Nee, das ist jetzt nicht so wichtig. Richtig. Wichtig schon vielleicht, aber nicht richtig. Und so komme ich da, glaube ich, nicht durch. Kann der mir noch was sagen? Ich glaube nicht, ne, oder? Wir gehen jetzt hier bei einem großen Schatz auf der Spitze. Vielleicht wäre es dir von Sitz nochmal weit zu schauen. Okay, der kann mir da nichts sagen. Leider nicht. Den kann ich nicht schieben. Ja, weiß ich nicht, ob ich... Naja, wir können ja mal probieren durchs Tor, aber ich glaube, es geht nicht durchs Tor, solange da was liegt. Ne. Irgendwie müssen wir jetzt eine Lösung finden, dass wir das da bewegen. Aber wie? Und da muss auch so einer vielleicht hin oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Wie kriege ich das hin? Eigentlich ist nur der Stein da oben falsch, oder? Im Weg. Und ich müsste das andere runterschieben, würde ich jetzt sagen.
Inventar, Schnellwechsel, Sprint. Was sagt denn Schnellwechsel? Wäre eine Bombe auszuwählen, ne? Käme ich mit einer Bombe weiter? Wie kriege ich denn die Bombe an den Start? Schade. Ach so, mit C war da was, ne? Nicht wirklich, oder? Lauf mal schnell weg. Ja, habe ich mich sehr gut aus diesem Kampf gefallen. Ja, so geht's dann, ne? Wenn man den Bombe fallen lässt und nicht wegläuft. Der Stein ist übrigens weg, wie wir gerade noch gesehen haben. Hat gut geklappt, oder? Was wirst du tun, Liebster? Die Welt braucht uns noch. Ja. Du kannst einfach Werkzeug im Lager herstellen, zum Beispiel Kürbisbomben und schwere Kugeln. Ja, ich glaube, wir sind jetzt wieder am Handwerkslösungen benutzt werden, um Ausrüstung Werkzeuge herzustellen. Findest du im Städten und Siedlung Fortschritt. Ja, okay. Ich glaube, wir sind jetzt ohne irgendwelches Inventar vielleicht da und können das da oben wieder einsammeln, will ich hoffen. Gehe von aus, dass wir am letzten Speicherpunkt sind, oder? Ah, an der Kiste war der letzte Speicherpunkt. Das ist schon mal sehr schön. Gucken wir mal. Aber Schwert haben wir, Schild haben wir. Pff, vielleicht haben wir gar nichts verloren, oder? So, jetzt wollen wir noch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Also ich soll es mit der Maus ja auswählen, ne? Da stand da ja. Sorry, aber es ist. Ich habe es jetzt ausgewählt, aber es hat mir nichts gebracht, oder? Fuck! Ja, diesmal hat es geklappt. Und hoffen, dass wir jetzt hier alles richtig haben, ja. Na toll. Aha, jetzt haben wir es dann geschafft. Mit einem Leben Verlust haben wir das Tor aufgemacht. Wir hatten zwar vorher diesen Roboter und diese Kürbisse alles geschafft, aber so eine doofe Bombe haben wir uns selber ins Ei gelegt, ins Nest gelegt. Gut, okay, er hat aber jetzt ein anderes Symbol wieder über uns. Dann wollen wir doch mal kurz nochmal quatschen. Zuck. Was könnte wohl dort oben sein? Ich frage mich. Also, er hat wahrscheinlich nichts. Okay, das ist alles klar, weil wir gestorben sind, hat er das. Wir waren vor dem wir gestorben sind, nur bei der Kiste und nicht bei ihm. Ein sagenhafter Schatz, okay. Wir gehen noch mal ins Inventar, beziehungsweise auf die Karte bin ich jetzt gegangen. Wir haben da des Dingens, aber wir können ja Quest. Wir wollen die Turm der Höhen noch erst machen. Gut, dann ist das erstmal erledigt. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da weiterkommen. Und vor allem, wir müssen so einen Teleporter finden vielleicht, um den zu aktivieren, dass wir hier schneller hinkommen. Und das nächste was ist, wir müssen Lagerfeuer haben. Weil Lagerfeuer bedeutet immer abspeichern.
Okay, hier sind wir schon mal gut durch. Mal einmal umseiten sehen, oder? Vielleicht mal hier gucken noch. Da sind Wildschweine, da auch. Ja. Ist jetzt hier nicht so wirklich, ne? Ich glaube, da unten ist auch was. Ne, das ist eine Pflanze, oder? Ja. Die Felder der Zerstörung, okay. Neuer Bereich hier. Felder der Zerstörung, warte, wir können mal auf der Map gucken, ob das hier richtig ist. Ah, nicht so wirklich, keine Ahnung. Da unten ist nichts mit Lagerfeuer. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Da kann man was abbauen, will ich jetzt aber gerade nicht. Will jetzt mal hier gucken, ob hier irgendwie weitergeht. Hier sind zwei schicke Bäume. Hier ist irgendwie was Großes. Ah, da ist eine Treppe. Okay. Da ist eine Kiste, die können wir mitnehmen, aber mehr auch nicht, ne? Also hier sind wir auch nicht weiter. Giftkinit-Erz. Die Kiste kann man nicht kaputt machen. Ja, das ist jetzt hier nicht so schön. Bringt uns also auch wieder nichts. Da kann man den Damm wahrscheinlich kaputt machen, dann überflutet das Wasser irgendwo und ja. Das war's dann, ne? Hier haben wir jetzt nichts entdeckt. Hier geht's irgendwie runter. Bringt uns das hier was? Okay, interagieren. Baumwolle, okay. Da kann man nicht mit interagieren, nur die Baumwolle. Da wäre auch noch welche. Das ist, glaube ich, der Weg zum See oder was auch immer ist. Ja, aber hier stehen noch ein paar Kisten. Da gab es ein Quilt oder sowas raus. Hier können wir reingucken. Kürbisbombe, okay. Und dann nochmal der Quilt. Oder Quill. Quilt ist was anderes, ne? Das funktioniert so nicht. Hier ist nochmal Baumwolle. Dann geht es da weiter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sind natürlich schon eine ganze Weile unterwegs. Da ist nicht so wirklich was. Ist hier irgendwo was? Ich glaube auch nicht, ne? Turm der Höhen. Hier sind Wildschweine, da ist Holz, da ist was anderes. Keine Ahnung, geht nicht. Vielleicht muss man da was reinstecken. Derzeit funktioniert es nicht, ja. Laufen wir wieder ein bisschen schneller. Da ist ein Wildschwein, dem wollen wir jetzt nicht begegnen unbedingt.
Hier ist nix. Ja, wäre schön, wenn wir jetzt hier mal irgendwie sowas aktivieren könnten, wo wir, ne, wieder hinkommen könnten. Ja, da ist die Kiste wieder, wo wir schon waren. Das bringt mir alle jetzt hier nicht so viel. Okay, das Schwein hat mich anvisiert und hat mich drin gehabt. Und ich muss jetzt gleich irgendwie mal gucken, dass ich, ne? Meine Güte, ey. Kann sein, dass wir hier irgendwie was reparieren müssen? Ach Gott, da oben ist wieder was zum Sprengen oder so, ne? Okay, das wäre schon mal so richtig. Und müsste jetzt da hoch. Aber das geht ja irgendwie nicht, ne? Und ich muss es da vorlegen. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir wieder mit der Bombe unterwegs. Oh, wir haben es wieder geschafft. Und das Ding ist nicht heil, also nicht kaputt. Ross ist gefallen, ne, im Kampf. Tja. Diese Bomben sind nichts für mich, ne? Die funktionieren irgendwie komisch. Ja, würde ich sagen, wir gucken mal, wo wir rauskommen. Die Welt braucht uns noch. Ja, das ist jetzt schlecht gelaufen, ne? Ich muss nur festhalten, ne? Und nicht oben. Okay, wir sind hier zuletzt gewesen. Da kriegen wir noch einen Quill. Ja, ich würde sagen, wir machen aber erst hier einen Cut und schauen dann nochmal da hoch und gucken, wie wir weiterkommen. Ist gerade nicht so dolle. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao. Und ich hoffe mal, der speichert hier ab. Sonst weiß ich nicht, wie wir das nächste Mal weitermachen. Alles klar, bis dann. Ciao.